cradle. Also es ist so. Uwe klaut seit Jahren regelmäßig ein. Bisher ging immer alles glatt, bisher hatte er Schwein. Doch am Donnerstag bei Karstadt, da ging es leider schief. Da wurde er erwischt von einem Kaufhausdetektiv. Der nahm ihn ziemlich unsanft mit in sein Büro und ließ den Uwe filzen, denn das macht man nun mal so. In der Jacke einen Walkman, in den Hosen ein paar Schuhe, in den Schuhen einen Gameboy, der gehört nun mal dazu. Was wird wohl der Vati sagen, wenn er es erfährt? Und ob Gabi überhaupt noch mal mit ihm verkehrt? Und der Kaufhausdetektiv, er schaut ihn bitterböse an und sagt, willkommen, Freundchen, auf der schiefen Bahn. Bald sitzt du im Knast, im Gefängnis, hinter Gitter, in der Strafvollzugsanstalt. Im Knast, da wird er Jürgen treffen, der ihn tätowiert. Leider war die Nadel nicht desinfiziert. Und Rüdiger spritzt Haschisch, er sitzt schon lang im Bau. Und er sagt zu Uwe, du wirst jetzt meine Frau. Uwe meint, ich will nicht, doch wohin soll er gehen? Rüdiger ist stärker, es wird nicht besonders schön. Uwe sitzt im Knast, im Gefängnis, hinter Gittern, in der Strafvollzugsanstalt. Heute ist die Verhandlung und Uwes Knie sind weich. Im Saal sitzt Gabi ganz in Schwarz, auch sie ist ziemlich bleich. Und der Staatsanwalt ist fertig und das Gericht zieht sich zurück. Uwe ist in Tränen nah, auch Gabi heult ein Stück. Das Urteil wird verkündet und der Richter spricht. Bisher warst du recht artig, drum verurteile dich nicht. Und man hört die Gabi jubeln und die Eltern atmen auf. So ein Diebstahl sieht nicht gut aus in einem Lebenslauf. Alle sind zufrieden, es wird doch ein Happy End. Nur der arme Rüdiger ist ganz allein und blind. Denn er sitzt noch im Knast, im Gefängnis, hinter Gitter, in der Strafvollzugsanstalt. Hinter schwedischen Gardinen atmet er gesiebte Luft. Er sitzt im Bau, man hat ihn einfach eingestellt, seiner Freiheit beraubt. Oh, wie gemein, die Welt ist schlecht. Aber echt.